Die amerikanische Notenbank Fed hat 16 Mal in ihrer Geschichte einen Zinssenkungszyklus durchlaufen und 13 Mal endete das Ganze in einer Rezession in den USA. Nur 3 Mal kam es zu einer weichen Landung der Wirtschaft. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Gleichwohl nehmen eben diese Märkte an, zumindest die Wall Street nimmt es an, dass wir diesmal auch eine weiche Landung sehen, dass wir also im 17. Versuch dann die 4. weiche Landung sehen. Die Wahrscheinlichkeit war bisher historisch gesehen weniger als 20%, aber gleichwohl sagt man sich eben, naja, dann werden wir eben diese weniger als 20% treffen. Das wird schon. Das ist so ein bisschen das kleine Problem, das die Märkte derzeit haben. Man will auf der einen Seite einen Handelsdeal USA-China haben, aber dennoch die Fed die Zinsen senken sehen. Man will die Fed die Zinsen senken sehen, aber gleichwohl keine schwache Wirtschaft haben. Irgendwie will man also den Kuchen essen und ihn gleichzeitig behalten. Und so richtig passt das nach meiner Auffassung nicht zusammen. Aber man sagt sich, diesmal wird alles anders. Es wird schon funktionieren. Wir haben doch die Fed, das Sicherheitsnetz, alles wird gut. Entspannt euch, lehnt euch zurück. Wir haben heute, um den Tag mal chronologisch zu erzählen, ja zunächst mal diese Daten aus China gehabt. Ja, das BIP so schwach wie seit 27 Jahren, nicht mehr eigentlich so schwach wie noch nie, denn es gibt die Aufzeichnung der Daten zum chinesischen BIP erst seit 1992 und das waren die schwächsten, die wir jetzt gesehen haben mit 6,2%, aber die Juni-Daten, Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze vor allem waren stark. Das hat den DAX heute dann zunächst mal nach oben gebracht. Aber dann kam um 10 Uhr um und bei das deutsche Wirtschaftsministerium mit ziemlich pessimistischen Aussagen zur deutschen Wirtschaft. Man hat auch gesagt, die Baubranche beginnt ein bisschen abzukühlen. Man hat gesagt, der Arbeitsmarkt beginnt jetzt wirklich die Spuren dieser Abkühlung zu merken. Und der Arbeitsmarkt ist ja ein nachlaufender Indikator. Aber dann kamen die US-Indizes zur Eröffnung nochmal höher rein. Wir haben einen Hattrick gesehen, sowohl bei S&P 500 als auch Dow Jones und Nasdaq 100 neue Allzeithochs. Aber das hat sich dann so ein bisschen wieder erledigt, ein bisschen ernüchtert nach den Zahlen von Citigroup, die zunächst positiv aufgenommen wurden. Citigroup ist ja praktisch jetzt der Beginn dieser Berichtssaison. Aber dann hat man ein bisschen genauer hingeschaut und gesehen, naja, da sind Sondereffekte drin. Die Citi hat zwar Earnings per Share, also EPS, Gewinn pro Aktie, höher gemeldet als erwartet, aber man hat zum Beispiel weniger Steuern bezahlt als von den Analysten angenommen. Also solche Faktoren haben dann dazu geführt, dass die Aktie zwischenzeitlich über 2% im Minus ist, später dann wieder ins Neutrale gedreht. Also so, sagen wir mal, eine durchwachsene Geschichte, ein durchwachsener Auftakt der Berichtssaison. Morgen geht es richtig zur Sache in Sachen Berichtssaison und auch in Sachen Daten, wollte ich Ihnen kurz zeigen, werde ich morgen früh nochmal zeigen. Aber wir haben hier zunächst mal Johnson & Johnson, JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, also das Who and Who der Bankenbranche wird dann melden, wie ein Konsumwert wie Johnson & Johnson. Dazu haben wir ZDW-Index, aber vor allem Einzelhandelsumsatz in den USA. Der wird wichtig heute, der New York Empire State Index. Nicht so schwach wie befürchtet, aber gleichwohl schwach mit der Beschäftigungskomponente auf dem tiefsten Stand seit 7 Jahren und auch die neuen Aufträge nach wie vor im negativen Bereich. Und dann haben wir Industrieproduktion und nachher dann noch eine Rede von Jerome Powell auf dem G7-Gipfel der Finanzminister. Mal sehen, was dabei rauskommt. Schauen wir uns mal ein paar Marktinterne an. Was ist da zu konstatieren? Schauen wir uns mal die historische Entwicklung an. Die letzten beiden Male, als die Fed die Zinsen senkte, ging es mit den Aktienmärkten nach unten. Damals war es so, dass 20% der Zinskurve in den USA invertiert waren. Heute sind es 60%. Wird schon gut gehen, wird man sich denken. Wir haben dann auch die Situation, dass im S&P 500 von den 11 Sektoren nur 3 auf Allzeithoch sind. Und das sind noch Defensive dazu. Da haben wir die Utilities, das sind also Versorger, konservative Werte, REITs, also Immobilienwerte sind dabei und natürlich Tech, wo auch sonst. Und wir sehen, dass das natürlich jetzt eine Geschichte ist, die ein bisschen das unterstreicht, was ich immer wieder an Marktbreite bei dieser Rallye moniert habe. Die ist nicht wirklich da. Wir haben zum Beispiel beim Index, beim Nasdaq, haben wir nur 52% der Aktien, die 52-Wochen-Hochs erreichen, aber 48%, die 52-Wochen-Tiefs erreichen. Das ist ungewöhnlich in einer solchen Konstellation auf Allzeithoch. Das nur mal nebenbei bemerkt. Es könnte sein, dass wir jetzt charttechnisch langsam Widerstand kriegen. Hier sehen wir den S&P 500 Future und sehen, dass wir in dieser Formation jetzt nach oben angekommen sind, in diesem Trendkanal. Muss nicht heißen, dass es da nach unten geht, aber es ist eben so, dass da natürlich ein bisschen Widerstand dann wartet. Wir haben
Vielleicht auch das Sentiment hier noch auf extremen Bereich hier von Halbert Newsletter Stock Sentiment Index. Das ist Mark Halbert, der unter anderem bei MarketWatch schreibt, der Newsletter, Finanznewsletter untersucht und auf die bullische Stimmung oder negative Stimmung, bärische Stimmung untersucht. Und der sagt, meine Herren, wir sind schon in Extrembereichen, aber diesmal ist sicherlich alles anders. Es ist vielleicht auch anders, was Donald Trump heute getwittert hat. Der hat gesagt, ja, guckst du, die Chinesen mit ihrem schwachen Wirtschaftswachstum, das liegt an uns, weil wir diesen Handelskrieg mit denen führen, weil immer mehr Firmen aus China weggehen und wir verdienen richtig gutes Geld dabei mit diesen Zöllen und uns tut das gar nicht weh, aber den Chinesen tut das weh. Und dann sagt er hier, wir verdienen so viel Geld mit den Zöllen, vielleicht kommt bald sehr viel mehr. Also das riecht jetzt nicht so unbedingt nach einem unmittelbar bevorstehenden Handelsdeal. Die Stimmung ist ohnehin angeschlagen zwischen beiden Weltmächten nach diesem Taiwan-Waffendeal, den die Amerikaner ja geschlossen haben. Sie haben davon gehört. Aber schauen wir uns die Charts an. Gucken wir hier mal den Nasdaq, den ich hier gleich displayed habe. Die Aktienmärkte in den USA, die laufen so ein bisschen seitwärts. Und da passiert nicht so wahnsinnig viel. 7.955, der Nasdaq 100, der S&P 500, der ist bei 3.013, sieht ein bisschen schwächer aus im größeren Bild jetzt oder im kurzfristigeren Bild. Hups, das wollte ich nicht. Ich wollte Folgendes machen, nämlich den Dow Jones noch zeigen. 27.335, einigermaßen robust, obwohl Boeing Schwierigkeiten hat, wie das Wall Street Journal berichtet. Möglicherweise wird in diesem Jahr oder werden in diesem Jahr die 737 Maxer Flugzeuge nicht mehr starten können. Das ist nicht gerade eine gute Nachricht für Boeing, aber wer interessiert sich schon für Fundamentaldaten? Der DAX allemal, der ist heute ein bisschen stärker gewesen als die US-Indizes, nachdem er 6 Handelstage in Folge verloren hatte. Wir haben zunächst mal ja diesen Push gehabt durch die China-Daten, Industrieproduktion, vor allem Einzelhandelsumsätze, da die Hoffnung also, dass Chinas Konjunktur sich wieder erholt und das würde den deutschen Exportwerten natürlich besonders helfen. Dann dieser rote Docht hier nach Aussagen, pessimistischen Aussagen des deutschen Wirtschaftsministeriums. Aber dann kann man sich wieder ein bisschen derappeln. Das gilt nicht zwingend für den Euro-Dollar, der aktuell bei 1,1256 ist. Wir waren schon über der 1,1280er Marke, kann er aber nicht halten. Und wir haben dann noch das Gold, das sich hält bei 1412. Also, es wird sicherlich alles gut gehen, das ist gar keine Frage. Wir leben in der besten aller Aktienwelten, die Notenbanken sind dovish bis zum Get-No. Und wenn sie die Zinsen senken, dann wird die Wirtschaft automatisch wieder um 20% wachsen. Das ist eine klare mathematische Logik, die ist gar nicht zu hinterfragen. Dementsprechend preisen jetzt die Märkte genau das ein. Jetzt kommt morgen der große Tag, der erste große Tag der US-Berichtssaison. Dann haben wir die Konsumdaten, den Einzelhandelsumsatz aus den USA und dann werden wir schon weitersehen, meine Damen und Herren. Und ich sage erst einmal Servus und Ciao.